Hallo, hallo ihr Lieben. Ja, ich habe mir so eine kleine Bastelpause gegönnt. Muss ich ehrlich sagen, ich musste auch so ein bisschen mal einfach mal gar nichts tun. Ne? Tee ist noch warm, ich trinke mal schnell ein Schlückschen. Ach, herrlich. Ja, ich habe eigentlich heute vor, irgendwas zu machen. Ich bin aber noch nicht so richtig im Bastelmodus, muss ich zugeben. Ich bin noch so ein bisschen... Ja, und jetzt gucke ich einmal. Ich habe dieses Bild, es gefällt mir ausgesprochen gut. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es gebrauchen kann. Das gefällt mir gut, kann ich aber, glaube ich, heute nicht gut gebrauchen. Ich will mal gucken. Hier haben wir noch Pflanzen. Ich muss mal die Ärmel schon wieder direkt als erstes hochkrempeln. Wobei, ich muss sagen, es ist jetzt bei mir wirklich verdammt kalt. Also jetzt langsam... Langsam macht es keinen Spaß mehr hier in der Küche. Wir haben weit unter 10 Grad. Wow. Das heben wir uns auf jeden Fall auf. Das ist zu und zu schön. Ich guck mal gerade, was wir so auf die Schnelle finden. Was wir vielleicht gebrauchen könnten. Oh, hier ist aber auch wirklich... Oh, hier ist aber auch wirklich vieles, vieles, was hier noch rumzwitschert. Tja... Ich habe da so, ich sehe mal gerade, das ist gar nicht sortiert, das ist nur reingeworfen am laufenden Meter. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen den Weihnachtsstress schon. Oh, hier mit den Magnolien. Wow, ist das schön. Wow, ich glaube, ich muss ein anderes Bild machen als geplant. Wow, ist das schön hier, dieses hier. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wollen wir mal gucken, was wir noch so finden. Das wäre theoretisch sehr, sehr schön. Every summer has a story. Aber die Gesichter sind einfach... Tut mir leid, dass ich das sage, aber die Gesichter sind einfach nicht schön. Ja. Ja, nein, das ist hier Stil und das ist auch in Ordnung. Nur... ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, aber das mag ich halt nicht so sehr. Wenn Gesichter nicht fein gezeichnet sind, so, ne? Wenn die nicht hübsch sind, sagen wir mal. Wisst ihr, wie ich meine? Oh ja, jetzt kommen wir hier noch der Sache näher. Hier haben wir noch so ein Gerin vom Umschlag. Und hier haben wir noch Sachen zum Ausmalen. Und ich schmeiß das mal wieder weg. Beziehungsweise ich lege es vorsichtig wieder weg, weil es so furchtbar voll ist. Wobei ich denke mal, wir werden irgendwas mit Natur machen. Ich hatte einen schönen Rückzugsorte für den Frieden in ihrem Herzen. Das finde ich schön. Und da passen diese Sachen jetzt nicht. Die kann ich schon mal aussortieren. Das war meine Mappe. Ah, mit meinem Papiro. Ja, das können wir gebrauchen. Da waren doch so schöne bunte Sachen dabei. Warte mal. Hier das. Oh, das liebe ich. Diese Farben liebe ich sehr. Ja. Ich glaube, ich tendiere zu diesem hier. Oh, das ist auch hübsch. Ich lasse mal beides raus. Es sind so viele hübsche Sachen hier drin. Das muss ich auch noch mal weiter fortführen und mir da so ein bisschen mehr anschaffen. Und so ein bisschen mehr machen. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das gebrauchen, aber ich lege es zur Seite. So, das sind meine Papiere, die lege ich mal kurz zur Seite. Hier haben wir wunderschöne Bilder, lege ich auch zur Seite. Das brauchen wir nicht, sehe ich schon. Wir haben hier ausgeschnitten, sowas, sowas. Das könnten wir noch ausschneiden. Hier haben wir noch so einen Pinsel, das gefällt mir besonders gut. Das Pferd tun wir mal raus, das brauchen wir heute nicht. Was haben wir hier? Stop brauchen wir heute nicht. Hatte erst was anderes vor. Ich bin mir nicht sicher, das lassen wir mal. Hier ist ein schöner Blumenstrauß. Ich schneide das mal kurz aus. So, aber zuerst wollen wir hier den Untergrund gestalten. Ihr wisst, ich bin hier in meinem Buch ohne Regeln Nummer 3, das dritte Buch. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten.
Aber ich muss sagen, hier gibt es auch eine große Lücke. Und zwar mein letztes Bild ist vom 13. August diesen Jahr, also letzten Jahres, 20. Wir sind ja jetzt schon 21, man vergisst das immer. Naja, da ging es um Gesundheit, Glück, Kraft, Energie, Together, Leben, Zuversicht. Das ist die positive Seite, seht ihr? Wir machen hier wieder einen kleinen Untergrund aus Papier. Buchseitenreste verwenden. Ach, der Stift, der ist immer so kalt bei uns in der Küche. Das ist wirklich schlimm. Ja. Upsi-dupsi. Hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Ja, ich habe in den letzten Tagen wirklich ein bisschen nichts getan. Muss ja auch mal sein. Hat mir gut getan, muss ich sagen. Ich war relativ erschöpft. Jetzt macht man ja manch einer sich denken, wovon war sie wohl erschöpft, aber es ist einfach so, ich war einfach kaputt. Ja. Ich war wirklich, ich weiß nicht genau warum, ich war dermaßen müde und müde. Ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall habe ich ganz viel geguckt. Unter anderem habe ich bei YouTube endlich Escape to the Chateau gefunden und da muss ich sagen, da freue ich mich unheimlich drüber. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, Angel und Dick Strawberry. Ich habe schon oft genug von den beiden erzählt, die ihr Chateau gekauft haben in Frankreich, in Frankreich und das renovieren und restaurieren und das ist, ich sehe sie unheimlich gerne. Ich mag die beiden. Das ist eine nette Geschichte. Ich mag das sehr und ich habe ziemlich viel gesehen. Wir sind schon in siebte Staffel jetzt oder was weiß ich. Und ich habe die ersten irgendwo sehen können. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich habe gestern schon immer überlegt, weil ich es erzählen wollte. Aber mir fällt absolut nicht mehr ein, wo ich das sehen konnte. Und die habe ich geliebt, diese Serie. Und ich finde das klasse, wie sie das machen. Auf jeden Fall kann ich sagen, habe ich das jetzt bei YouTube wiedergefunden. Und wer da mal Lust hat, sowas zu sehen, Escape to the Chateau, ja, Dick und Angel Strawberry. Und ich hoffe, das hält. Also es ist immer mit diesem Klebestift, ist immer ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Hoppala, ja, man muss schon die richtige Seite treffen, dann wäre schon nett. Ja, und dann gab es den Serienableger auf gut Deutsch, so, ne, Moment, passt nicht wirklich, ne? Wie immer, passt nicht wirklich. Dann gab es Escape to the Chateau DIY, läuft auch noch sehr erfolgreich. Da werden dann andere Engländer besucht, die auch Chateaus gekauft haben und da auch rumarbeiten und renovieren und restaurieren. Und ich sehe sie gerne. Und durch diese ganzen Anfangs-Chateau-Geschichten habe ich damals, bin ich dann irgendwie auf Stephanie Jarvis gekommen, The Chateau Diaries, was ja auch absolut zu meinen wirklichen Lieblingen gehört, diese Serie. Ich liebe das und ich liebe die Filme, die sie da zeigen und zeigt. Sie ist sehr, sehr erfolgreich mittlerweile und ich gönne es ihr wirklich von Herzen. Die macht das so toll. Also wer sich für sowas interessiert, das wäre mal so ein kleiner Tipp. Wenn ihr es, ihr werdet sicherlich vielleicht auch schon kennen. Ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen auch interessiert. Ja, ansonsten habe ich ein bisschen ein paar Filme geguckt. Die Tage waren uninteressant, aber nicht langweilig, wollen wir es mal so sagen. Und das ist doch immer schon viel wert, wenn man sagen kann, es war nicht langweilig, ne? Dann ist man doch eigentlich schon auf einer guten, sicheren Seite. Ja. Ja, und dann muss ich euch sagen, haben wir gestern wieder Termin gehabt für die Infusion für meinen Mann. Da hatten wir so ein bisschen so eine kleine Pause. Ein Monat, also sonst sind wir da monatlich, aber beim letzten Mal war es auch ganz gut, muss ich zugeben. Es hat wirklich uns gut getan, dass wir über einen Monat keine Termine hatten mit ihm. Mir hat es auch gut getan, weil ich bin dann auch immer ganz schön mitfahren und ich bin dann auch angespannt immer, ne?
Naja, auf jeden Fall hatten wir gestern Infusionstermin und es war auch ziemlich hektisch ein bisschen in der Praxis, was ja auch kein Wunder ist bei diesen ganzen Schwierigkeiten heute. Und wir mussten ein bisschen warten und es dauerte dann doch schon wieder einige Zeit. Naja, auf dem Rückweg habe ich dann angehalten und bin schnell einkaufen gegangen. Mein Mann blieb im Auto natürlich, der geht in kein Geschäft mehr rein. Das ist nicht machbar für ihn, das geht gar nicht mehr. Erstmal fehlt ihm die Kraft, da durchzulaufen und zweitens möchte ich nicht, dass er sich da was ansteckt. Nee, also um Gottes Willen. Gottes Willen, nicht doch, das brauchen wir nicht. So, das haben wir also abgeklebt. Ich gucke nochmal im Detail. Upala, ich kann nicht aufstehen, ich bin eingepackt. Ich bin eingepackt in Decken. Ich gucke nochmal, ob es einigermaßen ist. So, wir haben hier einige nette Sachen. Zum Beispiel einen wunderschönen Blumenstrauß, der mir sehr, sehr gut für die Mitte gefallen könnte. Halt. Diese möchte ich einzeln hinterher verwenden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hier habe ich noch so ein bisschen Papier, Hintergrundpapier, wenn ich möchte. Hier hätten wir noch eine wunderbare... ich weiß es nicht, ob wir es gebrauchen können. Ich lege es jetzt mal einfach so kurz hin, ja? Ich lege es mal, das wäre schon mal schön. Okay. Die Frage ist jetzt, wollen wir vielleicht dieses Papier irgendwie verarbeiten, dieses hier? Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Papier. Aber Rückzugsorte, das würde mir richtig gut gefallen hier. Das würde mir gut gefallen. Und das würde mir auch gut gefallen. Oh, wie machen wir das? Alles können wir nicht. Oder wir nehmen dieses hier. Das ist schön mit dem Brunnen. Ja, jetzt ist die Frage, ich muss es mal dranlegen. Das ist zu weit raus. Seht ihr, das geht nicht. Dann geht das raus aus dem Bild. Das geht in dem Falle nicht. Ich sehe es schon ein. Ich glaube, hiermit kommen wir nicht zurecht heute. Das passt gar nicht mehr. Das müssen wir leider rausnehmen. Wir brauchen das eigentlich nur reißen. Ich habe einen langen Arm, aber so lang ist er dann doch nicht. Wir fangen hier mit der Pottery an. Ja, danach war ich zur Apotheke gestern und dann musste ich das mit diesem... ich würde das gerne weghaben. Das Dach würde ich auch gerne, muss ich zugeben, ein bisschen weghaben. Das Dach gefällt mir da jetzt in dem Moment nicht so gut. Also hinfort mit dir, du Dach. Ja, da lassen wir jetzt die Kante, wie sie ist. Die brauchen wir uns jetzt gar nicht um kümmern. Die Form freut sich. Warte mal. Das kann weg. Wir müssen jetzt grob sehen, dass wir hier in Gang kommen. Grob. Eieieiei, das ist jetzt kriminell eng. Kriminal-Tango in der Taverne. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Okay, wir reißen, die Schrift muss weg. Die Schrift muss weg, da gibt es kein Vertun. So gut es kann, muss die Schrift weg. Weg. Okay, die Schrift muss weg. So, Schrift ist weg. Es wäre schön... Pass auf, wir machen den einen hier hin. Und den... Oh ja. Wir müssen das genau austaxieren. Ich hätte fast schon mal gesagt tarieren. Wir machen hier unten noch einen kleinen Stritzer weg. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir wirklich hier machen, aber wir werden uns mal überraschen lassen. Wenn wir jetzt klug planen, haben wir wenig Arbeit. Ist auch ein Vorteil. Warte mal, ich muss wirklich mal hier mit diesem ganzen... Ich lege das mal kurz hier rüber, damit ich es ein bisschen einfacher handeln kann.
Das müsste ich hier unten haben. So, so, so. Da geht viel verloren. Da geht viel verloren. Ja, gut, es hilft nicht. Es hilft nicht. Ich muss es machen, so schwer es ist. So schwer es ist. Da geht viel verloren. Eieieiei. So, die können wir mal aufheben. Vielleicht können wir da ein paar Lücken mitstopfen. Vielleicht brauchen wir das andere Hintergrundpapier gar nicht. Gucken, kann ich das irgendwie ein bisschen praktischer machen hier. Jetzt habe ich eingerissen. Ach du, dummes Ding, du dummes. So machen wir das. Oh ja, es wird. Jetzt müssen wir nur noch geschickt hantieren. Mir würde es natürlich sehr gut gefallen, wenn wir das auch Rückzugsorte können wir das Arnwetter für den Frieden in ihrem Herzen. Pass mal auf, das kriegen wir so nicht hin, mein Kind. In dürren Blättern raschelt der Wind. Das kriegen wir schon nicht. Ich muss versuchen, das irgendwie abzureißen. Ach du Schande, das wird schwierig. Das ist so ein furchtbares Papier. Wir versuchen es mal ganz vorsichtig. Oh, da haben wir es. Doch, es ging, es ging, es ging. Für den Frieden, für den Frieden. Rückzugs. Oh ja, 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 ja. Wie werden der Sache? Rückzugs. Da könnten wir hier teilen. Dann würde da Orte noch. Rück. Also, warte mal, das ist ein, das ich überlege gerade, was ist das für ein Quatsch? Das war so ein Satz-Dingens, natürlich ohne Striche. Rück, wie können wir das teilen, ohne dass das, also die Mitte wäre nochmal hier, aber das geht ja jetzt nicht. Rück, bei Rück oder bei Rückzug, ne, das wird zu kurz, dann müssen wir bei Rück. Wir teilen bei Rück. Jetzt fragt jeder Mensch, was will die wieder? Rück, da ist ja die Kante, dann sieht man das doch nicht. Wir wollen das so nicht, gell? Mir gefällt es bis jetzt schon mal nicht so schlecht. Ja, dann würde ich hier noch mal so ein kleines bisschen entlang rutschen. Nicht viel. Rückzugsorte. Was machen wir jetzt hier oben? Also am allerliebsten wäre mir, reicht aber nie und nimmer, ich würde einfach die Blumen da oben hin machen. Das langt nicht. Ups, ich habe nicht genug. Also theoretisch bräuchten wir hier so viel. Wie kriegen wir es damit irgendwie dicht hier das andere Werks? Oh, sollen wir es mal versuchen? Wird das zu unübersichtlich? Oder wir nehmen das. Wir nehmen das. Gut, okay, wir nehmen das. Das ist ein Umschlag von einem, da habe ich mal Olivenöl gekauft und da kriege ich jetzt immer Werbung. Werbung, Werbung. Achtung, Achtung. Ja, das ist doch schon mal nett. So, und hier mache ich auch ein bisschen, ein kleines bisschen krubbelig. So, endlich wieder basteln. Oh mein Gott, was hat mir das jetzt gefehlt? Ei, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ei, per Böcks noch einmal. Ihr könnt es nicht euch vorstellen, wie es mir gefehlt hat. Ich muss bis hier hinreißen. Ich sehe das schon kommen. Da kann ich auch glatt reißen. Ich muss hier unten noch einen kleinen Zwitscher reinmachen, damit die Ausgewogenheit erhalten bleibt. Ihr versteht das. So, wollen wir schauen. Wir kriegen das hin. Wir werden es schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. So.
Oh ja, ich glaube, ich lasse es wirklich so diesmal. Und hier unten kommt noch so ein kleiner Zwitscher dazwischen. Passt das vom Platz her? Ja, nicht so wirklich. Es wäre schöner, wenn es besser passen würde. Es ist immer der gleiche Ablauf. Irgendwas ist immer. So, das kommt jetzt in mein Kram. Schächtelchen hätte ich schon fast gesagt. Das können wir wegwerfen. Wir werden das jetzt im Moment nicht gebrauchen. Das lege ich auch zur Seite. Mein schönes Papier haben wir nicht gebraucht. Ja, wir haben es gar nicht verwendet. Ich brauche jetzt, einen Bogen zum Kleben. Wir können ja das nehmen. Hier ist noch ein einzelner dran. Den reiße ich mir gerade ab. So. Alle miteinander. Ich habe mal über mein Buch ohne Regeln, da habe ich einen ganzen Film, da gibt es viele Filme drüber, natürlich, wie ich die Seiten gestalte, aber es gibt so einen Grundsatzfilm, da zeige ich die ersten beiden Bücher und wenn ihr wollt, weil ja viele sind ja etwas neu hier bei mir, wenn ihr wollt, dann verlinke ich das nochmal und dann könnt ihr, jetzt habe ich das irgendwie verbummelt, ne? Kann das sein? Bin ich wirklich so dumm, dass ich es jetzt verbummelt habe? Habe ich es weggelegt? Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Ach du Liebe. Sag mal. Ist runtergefallen? Ich verlinke es auf jeden Fall mal. Jetzt gucken wir mal. Also ich habe das Stück. Aber ich habe das Stück nicht mehr. Was habe ich getan? Wo habe ich es gelassen? Keine Ahnung. Ist es weg? Habe ich es irgendwie wirklich weggelegt? Ich suche mal kurz. So, weiter geht's. Mein Mann war gerade mit den Hunden noch mal schnell durchgelaufen. Mia hat wieder Entwässerungsdach und da muss man natürlich ganz oft Bibi machen gehen. So, ich habe jetzt nur diese grünen Hintergrundecken eingeklebt und brauche jetzt hier so ein irgendwas, so ein Streifen. Ich gucke gerade mal. Also es ist furchtbar. Jetzt habe ich dieses Billigzeug hier die ganze Zeit und ich benutze eigentlich nur noch das. Also es ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, ganz ehrlich, weil ich habe so viele Washis. Jetzt bin ich zu faul, da immer diese Kiste da rauszureißen. Und ja, was soll ich sagen? Ist nicht im Sinne des Erfinders. Aber es ist halt so. So, wir machen das jetzt so, wie wir das sonst auch machen. Wenn so eine Lücke ist, dass wir da nochmal reingehen. Ach, das sieht so niedlich aus. Ich nehme noch mal so einen Streifen von diesem hier dazu. Dieses Gepünktete finde ich süß. Grün gepünktet. Ja, was kann ich euch erzählen? Ich kann euch nicht viel erzählen. Wir sitzen schon wieder, ich wollte gerade sagen, auf dem Schleudersitz, in der Warteposition. Nächste Woche hat mein Mann wieder CT und MRT. Das heißt, ja, da werden wir erfahren, ob es noch funktioniert mit dem Medikament, ob das noch wirkt. Das ist immer eine Angstpartie für uns, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil wenn der Krebshemmer, es ist das erste Mittel, das ist eine spezielle Form. Nierenkrebs ist mit anderen Krebsarten nicht direkt vergleichbar. Es ist eine ganz andere Art. Zum Beispiel kann man beim Nierenkrebs nicht brauchen, kann und muss man gar keine Chemo, weil das ist unwirksam. Die Leute leiden für nichts und es wirkt nicht. Es hilft nicht. Also Chemo und sowas geht bei ihm gar nicht. Und warte mal, wir nehmen das ein Stück höher. Das soll ruhig in verschiedenen Stufen sein. Hier so ein bisschen, das ist nicht schlecht. Ich sehe schon das Problem. Ich bin da mit meinem kleinen Klebestift. Ja, und er bekommt einen sogenannten Krebshemmer, habe ich schon mal erzählt. Ne? Und dann müssen wir also alle Vierteljahr hin. Dann wird er untersucht. Dann kommt er ins CT, dann wird der Oberkörper, die Lunge, der Bauchraum und auch der Oberschenkel. Der hat ja auch im Oberschenkel, hat er ja auch. Und heute ist es ja so, dann möchten die am liebsten, dass man da in die Röhren reinkrabbelt, wenn man dran ist. Und
ganz schnell wieder die Praxis verlässt. Da hat man normalerweise gar kein Abschlussgespräch mehr heute. Und jedes Mal geht das los und jedes Mal sage ich, nein, das geht nicht, wir müssen das wissen. Ich kann jetzt nicht noch eine Woche oder zwei warten, bis Ihre Sachen da beim Arzt sind und ich wieder einen Termin habe. Es geht überhaupt nicht. Bitte, 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 der Arzt muss mit uns sprechen. Bitte, wir brauchen das, ist ganz dringend für uns. Ja, und dann lassen Sie sich meistens ein bisschen erweichen. Ich gucke gerade mal, das ist nicht so wirklich prickelnd hier. Ich muss ein bisschen abreißen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt so ist, wie es ist, aber es ist halt so, wie es ist. Ende. Ende Geschichte, Ende. Ja, hier gehe ich auch noch mal kurz entlang. Es ist wirklich, ja, es ist jedes Mal eine Angstpartie. Das könnt ihr euch ja vielleicht wohl vorstellen, denn wenn der Krebs weiter wächst überall, dann heißt das für uns, das Mittel wirkt nicht mehr. Und ja, das würde dann bedeuten, dass irgendwas ein zweites Mittel benutzt, ich muss im Jack ausziehen, ein zweites Mittel vielleicht zum Einsatz kommt. Ich muss das mal ganz kurz geben. Hier mein Blumenstrauß. Da möchte ich so ein ganz klein bisschen Farbe noch mehr ins Spiel bringen. Ich hole mal eben mein schönes Papier, habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Da ist es wieder. Ich möchte so ein bisschen ab. Ach, warte mal. Mache ich das mit Braun? Warum nicht? Mache ich mit Braun. Ist okay. Ist okay. Machen wir das ein bisschen mit Braun. Ja, da haben wir nächste Woche Termine, ne? Also. Dienstag und Freitag sind wir ganz früh morgens dann da. Ich stehe immer zu, dass wir frühe Termine kriegen. Wobei, jetzt stellt sich heraus, wir stehen gar nicht mehr so früh auf im Moment. Aber das können wir schon. Das heißt dann schon richtig früh. Wenn wir um 8 Uhr da sein müssen, dann müssen wir bestimmt, fahren ja auch hin, wir müssen ja auch hinfahren und so weiter. Ja, es ist alles ein Nervzeug. Nerviges Zeug. Das brauchte ich jetzt gar nicht so. Da muss ich mir auch noch mal eine bessere Lösung überlegen. So, da habe ich jetzt wieder was hochgerübbelt hier, ohne Absicht zu. Kleben wir auch noch auf. Ja, das wird auch eine relativ übersichtlich schnelle Seite. Die ist nicht so kleinteilig. Es gibt manche Seiten, die sind sehr kleinteilig. Da sind ganz, ganz viele kleine Fitzeln und Futzeln drauf. Und es gibt Seiten, da sind bloß ein paar große Stücke und das reicht mir dann für den Moment. Wie gesagt, es gibt keine Regeln. Man kann hier in diesem Buch eigentlich alles machen, was man nur eben möchte. Ne? Also am besten würde ich hier auch mal ganz kurz etwas drüber gehen. Vor allen Dingen hier. Mal gucken, wie wir es jetzt hinbekommen. Moment. So, müssen wir schauen, dass es einen Sinn ergibt. Ach, jetzt ist die Gießkanne weg. Wenn ich das so mache, ist der Tisch weg. Ja. Muss ich hier nochmal eben. So, da haben wir die Gießkanne wenigstens. Ich wollte so gerne haben. So, die Gießkanne haben wir. Haben wir gesaved. Okay. Na, da fehlt uns. Ja, dieser. Aber nach wie vor klebe ich am liebsten mit Klebestiften nach wie vor, weil das ist doch immer noch die einfachste Variante. So. Jetzt hätten wir noch diese. Brauchen wir nicht. Ich sehe das schon ein, brauchen wir nicht. Brauchen wir gar nicht. Das brugt wie ordentlich. Wir kleben jetzt mal den Schriftzug ein hier, dieses Wort. Rückzugsorte. Da machen wir gleich so ein bisschen noch drumherum mit Schwatt oder mit. Wollen wir gleich mal gucken, wie weit wir. Ich habe die jetzt auch noch gar nicht. Rückzugsorte. Mm.
wollen wir hier einfach nur für den Frieden drunter schreiben. Für den Frieden. Kennt ihr den einen Weihnachtsfilm, wo dann diese Frau so durchgedreht ist? Oh ja, da muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Herzen. Herz, Herz, Herz. Nee, nee, warte mal. Liebes Kind, tu es nicht so. Tu es nicht so. Mach es anders. So, jetzt hatte ich hier ein I. Hier ist noch ein besseres I. Ich wollte da gerne im Herzen stehen haben, nicht in ihrem Herzen, sondern im. Im Herzen. Im Herzen innen drin. Der Frieden in dem Herzen innen, ganz innen drin. Den. So, jetzt machen wir da so ein ganz kleines. Oh, vorsichtig, der hebt sich ab. Der hebt sich ab. Der hebt sich schon wieder ab. Das Herzlein will nicht kleben bleiben. Also tupfen wir nur mal ganz eben. Und stupschen. So, wir machen die Ränder. Nee, ich wollte gerade auf den Kleber. Ich bin auch schon so ein bisschen ganz raus aus der Bastelmaterie. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. Ich mache es auf jeden Fall wieder mit Vintage. Ich hatte erst gedacht, ich mache es mit einer anderen Farbe, aber ich denke, das sieht auch so ganz schön aus. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, sehe ich schon. Wollte mal schauen. Ja, das ist so eine Bastelgeschichte, die zieht sich jetzt über Jahre bei mir. Das, die Bücher, wie gesagt, da gehe ich immer mal zwischendurch dran. So als kleine Zwischensache oder wenn ich mal, wenn mir mal irgendwie gar nichts mehr einfällt zu größeren Projekten. Ja. Guck mal, da habe ich hier so ein Papier da reingefummelt. Das gehört da gar nicht hin. So, da müssen wir nämlich auch noch her. Da waren wir noch gar nicht. Okay, jetzt können wir hier noch mal so ein bisschen entlang zwitschern. Das gleiche hier. Das nehmen wir auch ein bisschen zurück, farblich. Weil das so raussticht, das ist nicht so gedacht. Gut. Und jetzt überlege ich gerade, was wir jetzt noch machen können. Ja. Ich weiß nicht, wenn wir den weißen Edding, Glas, Metall, Plastik. So ist das. Dann haben wir noch so einen weißen Stift. Der ist eigentlich sehr schön. Gucken wir, ob es der noch funktioniermäßig tut. Ach, das ist immer so ein bisschen. Habe ich nicht irgendwo ein Stück Papier? Es ist doch nicht zu fassen. Doch, habe ich. Habe ich. Ich hasse das, dass die immer so blöd schreiben. Ne? Man stellt sich das dann so vor. Der hier will zum Beispiel gar nicht mehr. Aber er ist noch nicht ganz leer, oder? Nee. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass ich da. Nicht wirklich, gell? Nicht wirklich. Ja, das kann man knicken hier, das kriegen wir nicht hin. Das ärgert einen nur, gell? Das ärgert einen nur, dieses dumme Ding. Okay, jetzt möchte ich gerne so eine Dudelkante machen. Irgendwie so eine Dudelkante. Jetzt geht das wieder los mit dem Gedudel hier. Meine Güte. Ich habe doch zwei schwarze Stifte gehabt. Einer war ein bisschen breiter. Können wir den vielleicht? Ist das M? Und das ist fein. Dann müsste das der richtige sein. Ah ja, das ist der recht. Der ist ganz recht.
Ich mache jetzt einfach so eine Dudelkante. Einfach so Striche und Pünktkes. Und dann gehe ich da gleich noch mal dran her, habe ich gedacht. Ich versuche es mal was anderes heute zu versuchen, auszuprobieren. Ist für mich nicht typisch. Ja, also ich habe jetzt ja noch mein Büchlein, was ich fertig machen werde. Und jemand fragte schon mal, ob ich schon was Neues geplant hätte. Ja, ich habe vieles geplant, muss ich mal zugeben. Problem ist, manches fehlt mir noch. Ein paar Anstöße fehlen mir noch. Oder wo ich denke, ich könnte noch ein bisschen was Material gebrauchen. Andererseits scheue ich im Moment vor so einer großen Mammutgeschichte schon zurück. Andererseits habe ich vieles gesammelt und könnte starten. Also ist ein bisschen kryptisch jetzt wieder, ich weiß, tut mir leid. Dann wurde ich, ja, es gibt so ein Gruppenprojekt von der Luise Heinzel. Da machen sie alle so ein Ordered Book zusammen. Nehmt mir es bitte nicht übel. Ich mache meine Ordered Book schon so lange. Natürlich übernehme ich und nehme gerne Rat an oder Ideen greife ich wirklich gerne auf. Aber wie soll ich das jetzt sagen? Das soll sich jetzt nicht so anhören. Ich mache meine eigenen Sachen, ne? Ja. Ja. Nee, also wisst ihr, wie ich meine? Ich bastel nicht nach, ne? Also das ist das, ich habe so viele Ideen. Also das muss ich jetzt nicht haben. Naja, ich hatte ursprünglich gedacht, ich mache mit einem anderen Thema. Ich habe, wie gesagt, ich könnte Katzen nehmen oder ich könnte was weiß ich nehmen. Dann habe ich gedacht, nee, ich hab so viel im Moment, wo ich überlegen muss. Ich möchte gar nicht mich jetzt festlegen zurzeit. Ich bastel jetzt nach wie vor, weil es mir Spaß macht. Mir geht es nicht darum, dass ich möglichst viele hohe Zahlen irgendwo hinbekomme. Ich kriege kein Geld dafür. Nach wie vor strebe ich das nicht an. Es ist mir egal. Wisst ihr, ich möchte einfach nur basteln und sonst nichts. Und das ist doof. Ja, es ist halt so, ne? Es ist halt so. Ich möchte gar nichts anderes. Ich habe so einen grünen Stift. Da ist er. Hier ist er. Können wir da vielleicht mal was mitmachen? Nur eben schütteln. So, dass wir hier vielleicht noch mal so ein paar überlegungsmäßig noch mal so ein paar Punkte irgendwo dazwischen. Denn ich muss mir eben überlegen, ob das überhaupt machbar wäre. Doch, es ist machbar. Ich kann die einfach so dazwischen setzen. Braucht gar nicht so gleichmäßig sein, ne? Wie es halt hinkommt gerade. Ja, machen wir mal einfach. Mal gucken, wie es aussieht. Nee, also ich finde das ja alles fantastisch, wenn Leute neu anfangen und man natürlich guckt man sich das überall ab und natürlich ist man dankbar für Anleitung, aber nehmt es mir wirklich nicht übel, liebe Leute, aber ich bin jetzt doch schon eine ganze Weile dabei. Also eine Anleitung oder jemand, der mir vorbastelt, brauche ich jetzt persönlich nicht mehr. Ne? Nein. Ich gucke mir das gerne alles an und ich finde das auch schön und interessant. Natürlich finde ich das toll. Aber ich hoffe, es kommt jetzt nicht falsch rüber. Aber ganz ehrlich, vorbasteln braucht mir keiner mehr. Das mache ich selber. Ich bin jemand, der sowieso nicht gerne Anleitungen bekommt in irgendeiner Form. Versteht ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Also, ich mache immer eigentlich so, wie ich denke. Ja. Damit bin ich bis jetzt eigentlich immer ganz gut gefahren für meine Sachen. So, das haben wir jetzt so. Wir machen jetzt hier nochmal so eine kleine. Die schwächen wir ab, dieses blöde Schwarz. Das war eine blöde Idee, sehe ich schon ein. Schwächen wir ab.
überlegt schon, ob wir da noch was brauchen. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht mehr. Wir brauchen da überhaupt nicht mehr. Es ist einfach jetzt schon genug. So, das kann weg. Ich könnte sie noch hinkleben. Oder ich könnte sie hier noch hinkleben. Es wäre schon schön, wenn wir noch sowas hätten. Aber ich habe nur eins jetzt gerade. Die ist übergeblieben vom letzten Mal. Ihr wisst ja noch, ne? Was habe ich eigentlich hier drin? Ich muss mal eben gucken, ich habe es vergessen. Ah, da habe ich noch gar nichts drin. Das war nur so eine Spielerei. Habe ich hier noch irgendwas auf dem Tisch, was wir vielleicht verwenden könnten? Guck mal, hier haben wir noch so eine schöne Biene. Der Beine. Und dann haben wir den ganz großen Schmetterling. Kriegen wir den denn? Oh, der ist schön. Wisst ihr was? Ich glaube, die werde ich noch integrieren. Das werden wir jetzt nochmal ausreißen. Weil die hier noch so schön liegen, werden wir die noch benutzen. Ja. Das ist ein bisschen nackt da oben, ne? So ein bisschen kahl. Mal gucken, wie weit wir da hinkommen. Machen wir das vielleicht so. Und hier kommt der... Oh, der ist aber wirklich groß, ne? Schaffen wir vielleicht. Kleinreißen, möglichst klein. Ja, ich glaube, die Lücke da oben, die war nicht so wirklich schön. So. Ja, das wird sehr groß. Ich sehe das schon kommen. Ja, mit diesem ganzen Gebastle. Was ich auch wirklich, ich mache gerne was nach. So ist es jetzt nicht. Also wenn ich eine Idee sehe, die mir wirklich gut gefällt, dann probiere ich das sehr, sehr gerne auch aus. Auf jeden Fall, das ist blöd. Auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht so ein Rudel basteln. Wisst ihr, wie ich das jetzt meine? Ich möchte es nicht haben. Dann bin ich so eingeschränkt irgendwo. Ne? Das ist nicht so schön. Ich könnte es so machen. Ich könnte es so machen. Ich mache es auch so. Komm, jetzt machen wir gar nicht lange hin und her. Wir machen es einfach. Wir tun es so. So, dann kommt mir das Bild fertiger vor. Ja, das ist sehr groß hier, ne? Sehr, sehr groß. Ich versuche mal, ob ich es noch ein bisschen mehr wegreißen kann. Ist kritisch. Kritische Sache hier. Kritische Sache. Ich will es jetzt auch nicht kaputt machen mit der Fummelei. Aber es wäre schön, wenn das nicht so wuchtig da wäre. Wäre sehr, sehr schön. Oh, mal schauen, ob das so hinkriegt. Ja, irgendwie kriegen wir es hin. Irgendwie geht's. Irgendwie geht's immer. Okay. Ja, letztens hatte mir jemand noch wieder gesagt, warum ich das nicht ausdrucke, warum ich dies nicht... Ich sage euch das so, wie es ist. Ich habe selber wirklich viel Papier gesammelt. Ich bin ja wahrscheinlich eine, die schon, ich weiß nicht, eine der längsten, die so an der Sache dran ist, mit, sage ich mal, weil ich vor, ich weiß nicht, über 15 Jahren oder noch länger, ich glaube, es ist noch länger her, habe ich ja angefangen mit Scrapbook-Papieren und ich habe wirklich viel gekauft. Ne? Ich habe sehr, sehr viel gekauft. Ich glaube, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Gefällt mir. Ich zeige es euch. Ja, und dann habe ich sehr viel gekauft. Ich habe Tonnen von Papier und ich habe so viel schon weitergegeben. Das kann sich, also... Ich sag mal ganz ehrlich, das kann sich kaum Mensch vorstellen. Ach, guck mal, ich habe noch einen Pinsel. Und was ist mit dem Pinsel? Den lege ich mal zur Seite. Vielleicht fällt uns da später mal was zu ein. Ne? Den schmeißen wir nicht weg. So. Und dann habe ich ganz lange Scrapbook gemacht. Wisst ihr, ja, habe ich ja erzählt. Und da ist aber so viel Material von übrig geblieben. Ich habe schon, ich habe schon so viel weggegeben. Und ich habe immer noch Material. Ich sehe mal gerade, ich möchte das hier so ein bisschen abdunkeln. Das ist mir so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen zu extremistisch hell. So, hier auch. Hier möchte ich auch ein bisschen dunkler haben. Hier vorne auch. Hier, dieses Green.
Da auch, vor allen Dingen da auch. Und das dämpfen wir etwas ab. Ja, man muss da immer ein paar Mal mehr drauf gucken und dann sieht man noch wieder was und dann denkt man, ah nee, das ist nichts. Das ist auch nichts. Das geht ja so gar nicht. Hier, das zum Beispiel, muss weg. Das muss alles weg, das Glänzende hier. Das ist nichts. So, ich glaube aber jetzt, dass ich es wirklich so lassen werde. Einen Moment, ich setze hier mal kurz die Brille wieder auf. Und dann setze ich, jetzt muss ich mal einmal kurz die Decke von dem Bein nehmen, weil ich war hier ganz warm eingepackt gerade. Und dann zeige ich euch mal mein heutiges Bild. Mal eben schauen, kriegen wir es hin? Ja, irgendwie kriegen wir es hin. So, halt, so. Ich hoffe, ich habe es richtig drin. Rückzugsorte. Einmal kann man hier schön sitzen mit dem Tisch. Und hier ist ein schöner Brunnen, da plätschert das Wasser, die Blumen blühen, die Insekten umschwirren ein. Auf dem Tisch hat man einen schönen bunten Blumenstrauß stehen. Also das gibt doch wirklich Frieden ins Herz, oder? Also mir auf jeden Fall. Ich werde dann ganz ruhig. Ich brauche bloß drauf gucken. Ich höre das Plätschern reinweg hier und dann sehe ich mich hier sitzen mit dem Kopfchen Tee, gucke mir meine schönen Blumen an. Wenn wir mal schon wieder Sommer hätten, ne? Wenn wir schon mal wieder so weit wären. Ja, das war's für heute. Ich denke, wenn wir beim nächsten Mal, ich weiß nicht genau wann, morgen, übermorgen geht's weiter. Ich denke, dann machen wir das andere Buch weiter. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie wir Lust und Laune haben. Oder wir machen sogar noch hier ein Bild. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bye, bye.